Das wollen wir gleich besprechen mit einem der prominentesten Vertreter seines Landes, auf jeden Fall in Deutschland. Sein älterer Bruder ist der Bürgermeister in Kiew und er gehört zu seinen engsten Beratern. Herzlich willkommen, Wladimir Klitschko. Einen schönen guten Abend. Danke, dass das geklappt hat. Herr Klitschko, dieser Krieg ist jetzt dann bald genau ein Jahr alt. Wo waren Sie, als er ausgebrochen ist? Wie haben Sie es erfahren? Genau vor einem Jahr war ich in Kiew und als der Krieg angefangen hat, früh morgens, weiß ich ganz genau, war ich in Stadt Kiew. Und auf diesen Angriff haben wir gewartet. Wir konnten nicht glauben, das war keine genaue Zeit, wann das stattfinden wird, aber man hat schon gemerkt, dass irgendwas wird schon sein, irgendwas kurz davor, irgendwas wird passieren. Wir haben nicht genau gewusst, nur wann, aber am 24. Februar war das soweit. Sie haben gesagt, ich bin durch den Krieg ein anderer Mann geworden. Wie haben Sie das gemeint? Ich glaube, dass der Krieg hat jeden von uns verändert, die auch hier im Studio sitzen. Genauso wie vor allem die Menschen in der Ukraine. Aber Sie natürlich ganz besonders. Ohne Ausnahmen. Sie sind vor Ort, Sie sind mit Ihrem natürlich, Bruder dort. Natürlich, ich habe große Teil meines Lebens in sogenannte freie Welt verbracht. Als Leistungssportler war ich nur unterwegs in der freien Welt. Und ich muss sagen, das, was ich gesehen habe in den, vor einem Jahr in den ersten Tage des Krieges, war nicht mit Worten zu beschreiben. Die Bilder bleiben für immer im Kopf und natürlich, dass man Zivilisten sieht, vergewaltigt, ermordet, hingerichtet, in Butscha, Gostomel, Irpin, das war ehrlich gesagt nicht mit dem Verstand zu verstehen. Wie kann ein Mensch einfach so was eintun? Vor allem auch, es geht um die zivile Bevölkerung. Hat ein Mann wie Sie eigentlich Angst? Ich bin keine Ausnahme. Ich glaube, dass ein Mensch, der vielleicht psychisch instabil ist oder krank, wahrscheinlich keine Angst haben wird. Mhm. Es gibt verschiedene Gefühle. Angst ist eine Grenze von feige zu sein. Und ich habe auch gelernt, dass man nicht genau weiß, wie man reagieren wird, wenn es auf einmal ganz knapp wird. Und ich habe Menschen gesehen, die vorher haben sich andere Qualitäten gezeigt und dann in dem Moment, das 180 Grad sozusagen in eine andere Richtung. Und ich habe die Menschen auch gesehen, von denen ich eigentlich nie so viel erwartet habe. Auf einmal sind die wahre Kämpfer geworden und standen dafür, für die Freiheit, für eigenes Leben und für Schutz der Familie. Sie sind mit Ihrem Bruder die meiste Zeit dann auch in Kiew eben Seite an Seite unterwegs gewesen. Wir haben Bilder davon. Wir wussten schon, dass Sie sich sehr nahe sind. Aber wie wichtig war diese Nähe? Wie wichtig war es, dass Sie beide dann auch zusammen waren? Sie ein Support für ihn? Der Bürgermeister ist in Kiew. Absolut. Sie können sich vorstellen, was von einem enormen Druck gewesen vor einem Jahr, als die Stadt Kiew leer war. Innerhalb von ein paar Tagen diese Riesenschlange von Flüchtlingen, und vergessen Sie nicht, dass die Autokolonnen, ja. Die Autokolonnen und nicht nur, ja, dass Stadt Kiew, bis 5 Millionen Menschen haben gelebt und gearbeitet in Stadt Kiew. Es ist eine Riesenstadt. Und verantwortlich zu sein in diese schwierigen Zeiten für diejenigen, die dann geflüchtet sind und für diejenigen, die dann in der Stadt geblieben sind. Und wir wissen, oder erinnern Sie das noch, dass russische Armee hat versucht, uns einzukesseln. Ja. Und die haben das fast geschafft. Und das war wirklich eine enorme Leistung von dem Bürgermeister, der, wie gesagt, für Millionen von Menschen, die in der Stadt leben und arbeiten, verantwortlich war und ist. Und ich habe riesen Respekt vor Vitali und auch vor allem für seine Leistung. Und es war wichtig für mich, dass ich auch beiseite bin und so unterstütze, wie es nun geht. Sie sind auch Mitglied der ukrainischen Reservegruppe. Rechnen Sie damit, dass Sie irgendwann mal auch an die Front müssen? Jeder Mann vor 60 Jahren kann an die Front gerufen werden und mobilisiert werden. Das ist der Gesetz und ich bin keine Ausnahme. Bisher
Wurde das weitgehend vermieden? Haben Sie das Gefühl, wir sind in einer Phase des Krieges, wo dann tatsächlich dann auch Reservisten, Wehrpflichtige eingezogen werden? Es müssen Reservisten reingezogen werden, auch an die Front, weil unsere Soldaten, die an der Front sind und eine enorme Leistung bringen, die werden auch dann müssen auch ausgetauscht werden für eine Pause. Und es ist einfach menschlich und mental wahnsinnig wichtig. Und deswegen natürlich in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, wer weiß Jahren, das weiß man nicht, wann das Ende des Krieges kommt. Da muss natürlich auch die Neumobilisierten dazukommen. Wo stehen wir in diesem Krieg? Wir sehen viele zerstörte Städte, wir sehen unglaublich viele Opfer, gerade auf ukrainischer Seite. Wir sehen auch aber einen Präsidenten. Nur auf ukrainischer Seite, also die Opfer sind nur auf ukrainischer Seite. Zivilen Opfer sicherlich, wenn man die Soldaten mitzählt, muss man wahrscheinlich sagen. Wenn man mit den Waffen kommt, und natürlich so ist das, die russische Armee gemacht hat, dann wird natürlich von den Waffen auch fallen. Aber die Opfer, das sind keine Opfer. Also die richtigen Opfer, das sind die Ukrainer und die Zivilisten. Und davon gibt es wahnsinnig viele, die immer noch, während wir noch hier sitzen und davon reden, immer das gleiche Völkermord passiert und das Kriegsverbrechen vor allem. Reden wir über die Menschen in der Ukraine, über diese Opfer. Der US-Präsident war gerade in Kiew. Das ist ein, wie man Uli Wickert gerade sagte, ein sehr symbolischer Besuch. Wie würden Sie sagen, ist die Stimmung jetzt nach einem Jahr Krieg in Ihrem Land? Es ist schlimm, aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran und es ist definitiv eines Umdenken, wie es vor dem Krieg war. Es ist nicht mehr so, wie das mal war. Also man hat das komplette Umdenken und man weiß genau, dass man angegriffen wird, entweder von den russischen Soldaten, so wie das immer noch passiert. Und das war vor einem Jahr, als der Krieg angefangen hat, auch um die Umgebung von Stadt Kiew, von Hauptstadt. Genauso wie die Kamikaze-Drohne, iranischen Kamikaze-Drohne, die immer noch im Einsatz sind. Und so wie wenn nicht wöchentliche, dann schon fast tägliche oder jeden zweiten Tag ukraineweit die Raketenangriffe. Und man weiß nicht genau, wo dann man getroffen wird, wie, weil russische Armee attackiert auch, ich werde mal sagen, chaotisch und überhaupt sinnlos. Und wir haben heute eine Meldung bekommen von der ukrainischen Seite, dass man sieht, dass Russland die Truppen verstärkt an mehreren Orten an der Front. Womit rechnen Sie in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen? Ich glaube schon, dass ein großer Krieg, und vergessen Sie nicht, dass die Ukraine eine der größten europäischen Länder ist, flächenweise, mit einer Bevölkerung von 45 Millionen Menschen. Und es ist ein enorm großer Krieg in Europa, wieder stattfindend nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt? Jeder Krieg hat ein Ende, einen Anfang, das Durchbruch und das Ende. Also ich glaube schon, dass wir an einem Durchbruch stehen. Ein Durchbruch heißt was? Durchbruch heißt, dass ab gewissem Zeitpunkt, wenn der Durchbruch geschafft ist, dann wird das Ende des Krieges am Horizont. Aber erst einmal kommt wahrscheinlich jetzt das, was viele eine Frühjahrsoffensive nennen, auch von russischer Seite. Die Offensive von russischer Seite hat schon angefangen vor Tagen und die geht weiter. Die ukrainischen Streitkräfte machen alles dafür, dass die Frontlinie wird nicht weiter nach Westen kommen. Und dafür und deswegen brauchen wir auch die weitere Unterstützung, humanitäre genauso wie militärische. Reden wir darüber, was das Ziel dieses Präsidenten sein kann, des russischen Präsidenten. Er hat gerade eine Rede gehalten zur Lage der Nation. Und hier ist nochmal seine Sicht auf diese, wie er sie nennt, Spezialoperation und auf die Regierung in Kiew. Wir befinden uns nicht im Krieg mit dem ukrainischen Volk. Ich habe das oft klargestellt. Das ukrainische Volk ist zur Geisel des Kiewer Regimes und seiner westlichen Herren geworden, die dieses Land im politischen, militärischen und wirtschaftlichen Sinne besetzt haben. Was würden Sie ihm sagen, wenn Sie ihm begegnen würden? Über die Regierung? Die Frage habe ich schon ganz oft bekommen. Ich werde dir nicht begegnen, zuerst. Zweitens, das, was gerade gesagt worden von Putin, ist eine weitere Lüge und natürlich Teil der Propaganda, der weiter verdirbt das Gehirn der Menschen in Russland und weiter eskaliert
diesen Krieg. Und letztendlich es ist es eine weitere Lüge. Und wir sehen, wie Russland nicht vorankommt, sondern eher in der Geschichte und Evolution zurückgeht in die sowjetische Zeiten. Mhm. Und ich glaube, das ist das Haupttraum von Präsident Putin, wieder das sowjetische Reich wieder darzustellen. Sie kennen ihn, Sie sind ihm begegnet. Wir haben Sie gesehen, 2011 war das letzte Mal, jedenfalls davon haben wir ein Bild. Wie erinnern Sie diesen Mann und hätten Sie damals geglaubt, dass er zu diesem Überfall, zu diesem Krieg in der Lage wäre? Wie man ganz oft bei den Diktatoren sieht, wenn man die persönlich begegnet, dann sind die sehr beeindruckend. Und genau so war das damals. Aber in Wirklichkeit, man kann nicht anschauen, was in den Menschen, in den Köpfen ist. Aber die Taten sprechen lauter als Wörter. Und dass die Taten am 24. Februar vor einem Jahr passierte, diesen kriminellen Krieg, dieser Völkermord, der heute stattfindet, muss gestoppt werden. Aber wie gesagt, das hat angezündet Präsident Putin. Genauso wie hinter jeder Vergewaltigung, jedem Mord steht Vorname und Nachname derjenigen, der das gemacht hat und derjenige, der das beeinflusst und dafür aufgerufen hat. Ihre Mutter ist aus Sibirien. Ihre Muttersprache war Russisch. Sie sind in der Sowjetunion geboren. Ihr Vater war ein Ranghoher Offizier der Luftwaffe. Es gab eine sehr enge Verbindung zwischen diesen beiden Völkern. Sie selber haben ja auch mal von Brüdervölkern gesprochen. Wie tragisch ist es für Sie persönlich, dass dieser Krieg eben auch diese beiden Völker auseinanderbringt? Das, was man früher nicht vorstellen konnte, heute ist das Realität. Das sogenannte Brüdervolk, ja, angefangen hat diesen Krieg und diesen Völkermord. Und letztendlich laut der Propaganda, russische Propaganda, Ukraine ist ein Fehler der Geschichte. Ukraine existierte nie. Ukraine darf nicht existieren. Ukraine gibt es nicht einfach. Und ich glaube, dass diese Aufrufe erinnern schon an die Ende der 30er Jahre und den Angriff auf Polen. So hat sie das alles angefangen. Und dann Polen ist gefallen und weitere Länder auch. Ukraine ist nur der Anfang. Mhm. Und es ist nicht nur die Propaganda, was immer und täglich sagt, sondern genau wird es passieren. Wenn wir fallen, wir werden nicht die Ersten und die Letzten sein. Deswegen diese Unterstützung der Ukraine aus jeder Sicht. Und manchmal, man fragt sich, wie viel ist denn genug? Es ist eigentlich nie genug, bis wir die Ukraine verteidigt haben und letztendlich auch die Menschen in Russland verstanden haben, dass dieser Angriff, dieser Krieg, dieser sinnlose Krieg ein Fehler war. Ihr Vater, ich sage es gerade, war Militärattaché auch in der DDR und der NATO. Er ist schon 2011 gestorben, mit 64 Jahren nur an Krebs. Wie glauben Sie, würde er auf diesen Krieg heute blicken? Unser Vater ist ein Ukrainer durch und durch und er war Teil der sowjetischen Armee. Wir waren damals noch stationiert bei Prag in dem sowjetischen Reich. Und ich muss sagen, dass er von der Propaganda, den sowjetischen Propaganda, natürlich genauso beeinflusst war, so wie die Russen heute sind, dass die denken, dass die Ukrainer haben nicht die Möglichkeit zu existieren, das sind alle Faschisten, Neonazisten und wie wir auch bezeichnet werden, das haben sie schon gehört von Putin. Und er hat, als er die erste Reise in die USA gemacht hat und er hat die westliche Freiwelt gesehen, er war wahnsinnig beeindruckt und er hat natürlich verstanden, dass alles, was vorher war, eine Riesenlüge war. Und natürlich hätte er gekämpft, genauso wie seine Kameraden heute, die noch am Leben geblieben sind. Wir haben, und dann ist dieser Einschub auch zu Ende, aber dieses wollten wir Ihnen gerne noch zeigen. Wir haben ein Interview gefunden von Ihrem Vater 1999. Er sagt in diesem Interview, was er sich für die Zukunft von Ihnen und Ihrem Bruder wünscht. Meine Söhne haben immer sehr stark an ihrem Willen gearbeitet. Ich habe ihnen immer gesagt, das Wichtigste ist der Wille zum Sieg, egal was passiert. Du musst immer ein Ziel vor Augen haben und versuchen, es zu erreichen. Gleichgültig, wie schwer der Kampf auch wird. Das hat er. Ich bin beeindruckt, dass Sie das, ich habe das nicht mal gesehen. 1999. Wahnsinn. Wahnsinn. Danke für die Bilder und diese schöne kurze Erinnerung. Ja. Wir sind auch beeindruckt. Er sprach natürlich vom Boxkampf
und hat über die Ziele da in dieser Art von Kampf gesprochen. Aber er hat Ihnen sicher etwas mitgegeben. Wie sehr hilft Ihnen das jetzt in der Situation, in der Sie jetzt sind oder einen ganz anderen Kampf haben? Ich, ehrlich gesagt, war überrascht natürlich, das nochmal zu hören von unserem Vater, also unseren, sage ich, Vitalis und meins. Und dass er von dem Willen spricht. Und der Wille ist die stärkste Kraft, die ein Mensch hat. Und den Willen haben wir schon in den vergangenen Monaten, 12 Monaten des Krieges gezeigt. Und hat keiner geglaubt an uns. Nicht mal die Russen haben gedacht, dass die Ukraine nicht länger als 3 Tagen Widerstand im Griff haben werden. Ich möchte auch, das ist auch ein Appell an die freie Welt. Mhm. Bitte glauben Sie an uns in der Ukraine. Wir haben den Willen. Wir stehen dazu. Seit 2014 läuft dieser Krieg, dieser sinnlose Krieg. Wir wissen, wer der Gegner ist. Wir wissen, warum das passiert. Wir glauben an uns selbst. Und wir haben einen riesen Willen. Und ich möchte, dass auch die freie Welt an uns glaubt. Und am Ende des Tages, Ende des Krieges, hoffentlich wird schneller und früher als langsam und später stattfinden. Und deswegen tun wir auch alle dafür und dazu. Ich bin Teil auch der freien Welt, genauso wie in der Ukraine. Also ich verstehe die Sichtweisen von beiden Seiten und es ist enorm wichtig, die Ukraine heute zu unterstützen. Es gibt viele in diesem Land, die sagen, die beste Unterstützung wäre jetzt, und es gibt ein Manifest von Alice Schwarzer und Vera Wagenknecht, das es jetzt gerade wieder formuliert hat, die beste Unterstützung für die Ukraine wäre jetzt ein Waffenstillstand. Jetzt das Ende aller Waffenlieferungen, um eben auch das Sterben zu beenden, so wird da argumentiert. Was würde das für die Ukraine bedeuten, wenn der Westen ab sofort keine Waffen mehr liefern würde? Ein Aufgeben. Sollte dann die beiden nach Bucha, in die Ukraine reisen, nach Bucha zum Beispiel kommen, es ist mehr oder weniger sicherer. Wenn man in der Ukraine ist, ist es nie sicher zu 100%, aber da kann einer von den beiden oder die beiden dann den Vater oder die Mutter, deren Kinder, Teenager vergewaltigt wurden oder gequält wurden und dann hingerichtet wurden mit Kopfschüssen und nicht nur, versuchen zu erzählen und dann zu überzeugen, dass der Mord, der stattgefunden hat, eigentlich kann ohne Konsequenzen für den Mörder auch da in der Geschichte bleiben. Ich glaube, dass alles sollte Konsequenzen haben. Und schade, dass nach einem Jahr, dass wir kein Militärtribunal haben und dass wir Kriegsverbrecher nicht in dem Tribunal haben, weil das sollte als Zeichen sein für einen anderen Angreifer, die das heute tun, dass Für jede Kriegsverbrechen gibt es eine Konsequenz. Und ich glaube, die Konsequenzen sollten auch die russische Seite jetzt lernen. Und da gibt es keine Wenn und Aber. Nein. Weil wenn wir das nicht machen, es wird weiter auf der ganzen Welt, vor allem auch in Europa, passieren. Bis dahin, solange gekämpft wird, wird wahrscheinlich kein solches Kriegstribunal stattfinden. Und das ist genau die Frage, die sich jetzt eben hier viele stellen. Also was ist die beste Unterstützung für die Ukraine? Sie sagen, der Waffenstillstand ist es auf keinen Fall oder das Ende der Waffenlieferungen auf der anderen Seite. Was ist dann das, Ich würde sagen, Waffenstillstand, nachdem die russischen Streitkräfte die Ukraine komplett verlassen. Und zwar die ganze Ukraine. Es gibt keine russischen Soldaten auf dem ukrainischen Boden. Mhm. Natürlich, dann gibt es einen Waffenstillstand. Und man sagt nie dazu. Das ist falsch, dann das zu stellen. Natürlich, aber die russischen Kräfte sollten die Ukraine verlassen. Was ist die Unterstützung, die Sie sich jetzt von Deutschland, von dem Westen, von den USA, von der NATO wünschen? Wenn ich möchte zuerst ein riesen Dankeschön sagen an die Deutschen, auch an die deutsche Regierung. Mhm. Manchmal, das Volk mit der Regierung ist nicht eine Einheit, aber langsam, nach gewisser Zeit, ist es wie eine Einheit. Und das muss man auch sagen, dass man erkennt den Gegner, den Angreifer und man steht in einer Front gegen diesen Krieg und gegen diesen sinnlosen Angriff. Ich möchte nur sagen, weiter die Ukraine unterstützen. Auch humanitäre Hilfe genauso wie Militär-Equipment. Es ist enorm wichtig, beide, weil letztendlich an der Front wird es nicht wie in meiner ehemaligen Karriere mit Fäusten gekämpft, sondern mit Waffen. Mhm. Und Waffen schützen das Leben, schützen
der Himmel über unsere Köpfe. Weil Sie gerade gesagt haben, Deutschland, Sie kennen ja Deutschland ganz gut. Sie haben hier gelebt. Sie haben im September, haben Sie noch gesagt, Sie wünschen sich ein bisschen weniger, nee, am Montag war das, ein bisschen weniger Flirt mit Russland. Was genau meinen Sie damit? Haben wir mit Russland zu sehr geflirtet? Man hört dann, dass Russland nicht Gesicht verliert und man sollte dann nicht zu viel Russland angreifen oder vorsichtiger sein oder wie auch immer. Und Sanktionen sollten nicht zu hart sein. Und so weiter und so fort. Und Isolierung sollte nicht so schlimm sein. Und eigentlich sollten bei den nächsten Olympischen Spielen die russische und belarussische, bitte nicht vergessen, Belarus ist auch der Alliierte von Russland, dass die Athleten noch dazu zu Olympischen Spielen kommen werden. Das ist ein No-Go. Das ist der IOC-Präsident Thomas Bach. Thomas Bach als IOC-Präsident erwähnt, dass er lässt die russischen und belarussischen Athleten bei den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen. Das ist Teil der Propaganda. Das muss eine komplette Isolierung auf eine wirtschaftliche Seite, genauso wie die Sportler, die sagt auch jemand, die Länder repräsentieren. Sagt jemand, der Olympiagold gewonnen hat, 1996 in Atlanta. Das heißt also, Sie sagen auch diese Sportler, weil sie unter der Flagge eben von Russland, Belarus... Nein, nicht nur, weil sie unter der Flagge sind, weil die heute kämpfen auch zu Teilen in der Ukraine und killen uns Ukrainer. Vergessen Sie nicht, dass viele Sportler in Russland sind auch bei der Armee. Und die werden bezahlt von der Verteidigungsministerium, der russischen Verteidigungsministerium. Also die sind einfach auf der Liste. Und kein russischer Sportler bis jetzt gegen den Krieg offiziell eine Darstellung gemacht hat. Keine von denen. Das heißt, dass die unterstützen diesen Krieg, diesen Völkermord. Und das durfte nicht passieren. Viele Sportler, das sind 250 Sportler, ukrainische Sportler, die teilgenommen haben bei den Olympischen Spielen, genauso wie ich, oder teilnehmen möchten, könnten nicht, weil die ermordet sind. Gut. Das zum Thomas Bach, IOC-Präsident. Es gab eine Irritation, wenn es um die Waffen geht. Es gibt Menschen, die die Sorge haben, mit den Waffenlieferungen eine Eskalation zu provozieren, die dann keiner mehr beherrschen kann. Einen dritten Weltkrieg, einen Atomkrieg. Haben Sie diese Sorge überhaupt nicht? Russland hat immer bedroht. Und damit hat geschafft, mit den Bedrohungen, dass die Nation und die Menschen zittern. Wir haben der russischen Armee gezeigt, wo es lang geht. Und man muss den Angreifer zeigen. Es gibt eine gute Aussage, es ist in Englisch, bully the bully. Also, das ist so sei, sei hart zum Harten. Genau, sei hart zum Harten, weil Russland versteht nur die harte Sprache. Mhm. Nicht die Sprache, die Sprache, die Schwächen oder überhaupt irgendwas nachzugeben, es ist, wird als schwach aufgenommen. Und, Sie halten, und wird es einfach weiter gemacht und weitergerollt. Sie glauben, es ist ein Bluff, wenn Wladimir Putin mit strategischen nuklearen Waffen droht? Wollen Sie aufgeben, wenn es gedroht wird? Ich frage Sie. Spielt es keine Rolle? Nein. Es gibt verschiedene Äußerungen auch westlicher Politiker. Macron war zuletzt einer, der gesagt hat, man muss möglicherweise dann auf dem Weg zu Verhandlungen auch Kompromisse schließen. Ist das kein Weg, an den Sie jetzt überhaupt denken? Land für Frieden ist eine Formel. Ich stimme zu. Mhm. Natürlich. Das ist ein perfekter Kompromiss. Die russische Armee sollte den ukrainischen Boden verlassen. Es muss passieren. Mhm. Die harten Konsequenzen für diesen Angriff müssen auch stattfinden. Und glauben Sie mir, diese ganze Bedrohung, natürlich man bedroht nicht, aber die ganze Bedrohung ist auch für Russland stattfinden kann. Umgekehrt. Und da muss man sich überlegen und Gedanken machen. Und dafür sind die harten Konsequenzen als Sanktionen und komplette Isolierung von Russland. Ich glaube, das ist schon eine gute Bedrohung. Und vor allem zu Taten zu kommen, das wird wirklich machen, die Russen zu überlegen, dass dieser Krieg wirklich sinnlos war, anzufangen. Und dann fragen die sich selbst und ihre Leader, warum haben wir diesen Krieg gemacht? Warum haben wir
schon 150 Soldaten sind gefallen. 150.000. Und 150.000. Mhm. Wofür? Warum? Für die Ambitionen oder einen äußeren Feind zu finden, dass man von ihnen keine Probleme sucht? Die Frage, warum? Dann muss auch eine Antwort stattfinden. Wenn Sie mit Ihrem Bruder reden, reden Sie eigentlich Russisch oder Ukrainisch? Sie werden sich vorstellen, also ich bin kein ukrainischsprachiger Ukrainer. Also weil ich habe die Sprache eher nicht benutzt. Mhm. Aber seit einem Jahr rede ich Ukrainisch. Seit einem halben Jahr bin ich sehr komfortabel mit der Sprache. Und sogar gebe Interviews oder öffentliche Auftritte auf Ukrainisch. Sie haben gerade gesagt, dass Sie in der freien Welt, ja, in der freien Welt viel unterwegs waren. Was ist Ihre Hoffnung? Wann glauben Sie, wird es wieder so sein, dass Sie in der freien Welt unterwegs sind und möglicherweise über andere Dinge reden als Krieg? Das ist Herzenswunsch und ich wünsche mir, dass in diesem Jahr passiert. In diesem Jahr? In diesem Jahr. Ich möchte natürlich für das Schlimmste vorbereiten und Ausdauer, genauso wie im Sport, in der Politik, in der Wirtschaft und im Krieg, schlägt Talent und Meisterstück. Ich glaube, das Ausdauer müssen wir alle haben. Und wenn es früher zu Ende kommt, dann ist es besser so. Aber wir müssen uns anstellen, dass es auch länger sein kann. Aber noch einmal, Ausdauer, nicht aufgeben. Am Ende wird gewinnen. Die Botschaft ist angekommen. Vielen herzlichen Dank, Wladimir Klitschko. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank.